verteilt Informationen, wie ihr die Streams benutzen könnt. Besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, bevorzugt mit dem Hashtag C3T. Eure Übersetzer für diesen Talk sind Afro-Sun und Miss Sensei. Okay, bitte einen Applaus für unseren Speaker. Hallo. Hi. Es ist schön, hier zu sein. Ich war in den letzten Wochen mit schlechten Laune wegen den Ergebnissen der Wahlen in den UK. Ich habe darüber nachgedacht, was ist passiert und wie man Hoffnung beibehalten kann. Ah, hier sind wir, okay. Normalerweise benutze ich keine visuellen Hilfsmittel, aber hier. Also, worüber ich reden möchte, ist, was aktuell in der Welt politisch passiert, dass wir solche Ergebnisse haben, was zum Beispiel wie hier jetzt in der UK. Und warum es trotzdem Hoffnung gibt oder Grund für Hoffnung gibt. Weil ich glaube, da gibt es das. Weil eigentlich ist es nur ein Blip. Es gibt aber eine strategische Lesson, also eine Lehre, die man daraus ziehen kann. Und als jemand, der darin involviert ist, die Welt zu transformieren. Für die letzten 20 Jahre oder so war ich im globalen Justice Movement. Also ich glaube, der Mangel an strategischem Verständnis für diese großen Veränderungen, die in der Welt passieren, in Bezug auf Klassendynamiken, dass die populäre Rechte aufsteigt und die Linke irgendwie am falschen Fuß erwischt wird, und ich würde darüber reden wollen, was falsch läuft. Zuerst in Bezug auf Aufgeben, Hoffnungslosigkeit. Ich war kurz an dem Punkt aufzugeben, weil so viele Leute versucht haben, Energie hinzugeben, die Situation zu ändern, und es schien unmöglich. Es schien unmöglich, diese Transformation zu bekommen, als wir die Ergebnisse sahen. Ich meine, es gab so einen Schock. Aber wenn man sich anschaut, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, das sieht gar nicht so gut aus für die Rechte im langen, wenn man es auf die längere Zeit betrachtet. Ich meine, je jünger die Leute sind, umso eher sind sie dafür, die Tories rauszuschmeißen. Ich habe noch nie Nummern wie das hier gesehen. Also die Grundlage für die Wählerschaft der Rechten ist hauptsächlich alt. Und je älter du bist, umso eher wählst du konservativ. Was wirklich sehr faszinierend ist, denn es bedeutet, dass die Wählerbasis der Rechten tatsächlich ausstirbt. Ein Prozess, den sie übrigens beschleunigen, indem sie Healthcare reduzieren, also die Ausgaben für das Gesundheitssystem runterschrauben. Normalerweise würde ich sagen, ja, okay, und jetzt? Wenn Leute älter werden, werden sie konservativer, aber es gibt da immer noch, aber es gibt Gründe, die dagegen sprechen, also dass es was anderes ist. Denn gerade Leute, die früher für die Linken gewählt haben, die irgendwann für die Rechten wählen, tun das, wenn sie irgendwie Schulden haben oder wenn sie einen guten Job haben und sie denken, sie haben einen Platz im System. Aber das passiert mit dieser Generation nicht. Dann ist die Rechte auf lange Sicht gesehen hat echt Probleme. Und um euch zu zeigen, wie beeindruckend die Situation ist, hat jemand die Karte zusammengestellt der Englands. Und hier haben wir eine Karte, die zeigt, was passieren würde, wenn nur Leute über 65 wählen oder nur Leute unter 25. Hier ist die erste. Es ist fast nur blau. Also wenn nur Leute über 65 wählen würden, dann wäre es so, dass da etwa nur 4-5 Wahlkreise von den Linken gewonnen worden wären, ansonsten vor allem Tories. Hier haben wir die unter 25-Jährigen. Da haben die Tories nicht einen Wahlkreis gewonnen. Es ist fast nur die Labour Party zu sehen.
Und tatsächlich ist das ein großes Phänomen. Wenn man sich hier die Verteilung anschaut, nur allein in den letzten paar Jahren ist das so passiert und irgendwas ist passiert, dass fast alle jungen Leute plötzlich die Linke wählen und sogar die radikale Linke. Innerhalb, also schon nur 3-4 Jahre davor war es schon vollkommen anders. Die große Mehrheit der jungen Leute hat für die Labour Party gestimmt. Und das Problem ist, dass in einer Situation wie dieser die mittelalten Leute, deren Stimme sich ändert. Und hier sind es genau die Rechten gewählt haben, und ich habe mir angeschaut, wieso sich das geändert hat. Hier muss man nicht wirklich groß drüber nachdenken, was zu sozialen Klassen Relationen passiert ist. Die Konklusion, zu der ich kam, ist im Grunde genommen, dass die Linke tatsächlich outdated ist, also nicht mehr der Zeit passiert. Man denkt nicht mehr an Bosses und Arbeiter. Die Klassen haben sich verschoben. Jetzt ist es so, dass quasi die pflegende Klasse und die Manager sich entgegenstehen. Und tatsächlich ist es so, dass die Manager das dominieren. Nun schauen wir uns einigen grundsätzlichen Kram zum Hintergrund an. Das ist eine grundsätzliche Statistik, wenn wir darüber sprechen, dass im Wesentlichen bis in die Mitte der 70er gab es das grundlegende Verständnis, dass wenn unsere Produktivität ansteigt, unsere Löhne ebenfalls hochgehen. Und im Wesentlichen gingen sie von den 40ern bis zu den 60ern auch zusammen nach oben. Wenn die Produktivität stieg, ging ein Teil davon an die Arbeiter. Um 1975 rum hat sich das aufgeteilt. Man sieht, die Produktivität ging weiter nach oben, wohingegen die Löhne flach bleiben. Die Frage ist, was passierte mit dem Geld der gesamten Produktivität? Das ist das, worüber wir reden, wenn wir von dem 1% reden. Denn was wir herausgefunden haben, ist, dass 1% sind die die ganzen politischen Kampagnenbeiträge machen, also die das Ganze finanzieren. Und das ist normalerweise ein korruptes System in Amerika. Und das ist im Prinzip alles legal in Amerika, also Bestechung. Und das sind dieselben Leute, die diese ganzen Geldbeiträge geben für die Kampagnen, die auch die ganzen Produktionszuwächse eingeheimst haben. Und so können die Leute halt ihre Macht in Geld übertragen und ihr Geld wiederum in mehr Macht. So, wer sind diese Leute? Und wie ist das mit den Veränderungen in der Arbeiterzusammensetzung zu sehen? Also das Interessante ist, als ich mir das näher angeschaut habe, habe ich herausgefunden, die Rhetorik, mit der wir versuchen, die Veränderungen in der Klassenstruktur zu erklären, ist sehr beeinflussend, denn alle reden über die Service-Ökonomie, dass wir von einer industriellen Wirtschaft zu einer Service-Wirtschaft uns wandeln. Und die Leute glauben, dass wir halt alle von Industriearbeitern jetzt zum Verkaufen von Latte Macchiatos uns geändert haben und sowas. Aber wenn wir uns dann wirklich die Nummern anzeigen, Leute anschauen, die sozusagen wirklich irgendwie im Retail-Geschäft arbeiten oder die Bedienungen sind, ich habe jetzt halt keine detaillierte Auseinandersetzung. Also ich habe schon Daten gesehen, die sind 150 Jahre älter. Es ist schon jetzt seit über ein Jahrhundert, hat sich es nicht wirklich verändert. Es geht ein bisschen hoch und runter, aber die Menge der Leute, die tatsächlich in diesem Bereich arbeiten, Care und sowas, also halt Pflege, ist ungefähr immer dasselbe. Also was eigentlich wirklich passiert ist, wir ein Wachstum in zwei Gebieten hatten. Das eine war das Bereitstellen von
Hilfe, also soziale Arbeit. Ich würde jetzt ja gar nicht mal Gesundheit und Bildung noch hinzufügen, aber irgendwie sich halt um Leute kümmern in irgendeiner Art und Weise. Also in der Statistik müsst ihr natürlich auch auf die anderen Sachen schauen, wie Bildung. Aber auf der anderen Seite habt ihr auch Administration. Also Leute, die irgendwie Aufsicht oder Büroarbeit machen, ist enorm angewachsen. Also teilweise bis zu von 20% der Bevölkerung in Amerika oder den oder England hoch zu, also in den 1950ern zu 50, 60, 70%. Also zur Mehrheit der Bevölkerung. Das Interessante ist, große Mengen dieser Leute glauben, sie tun eigentlich wirklich nichts. Und dass, wenn ihre Jobs nicht existieren würden, das würde eigentlich einen Unterschied machen. Also sie würden eigentlich nur irgendwie Arbeitsplätze bereitstellen, um Leute beschäftigt zu halten. Ich, von meinem eigenen Hintergrund her, habe keinen professionellen Hintergrund darin. Als Professor treffe ich die ganze Zeit Leute, irgendwie Verwandte von meinen Kollegen und so. Leute, die man halt trifft, wenn man sich sozial unterhält. Und ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ich arbeite irgendwo im Büro, ein Anthropologe zum Beispiel. Und was machst du eigentlich? Was ist eigentlich jemand, der ein Management-Consultant ist? Was macht der eigentlich den ganzen Tag? Und sehr oft sagen die, ja, eigentlich nicht viel. Oder du fragst einen Anthropologen, was machst du eigentlich? Und der sagt, ja, nicht eigentlich. Ja, du sagst dann, ah, du bist ja eigentlich nur ein bisschen zurückhaltend. Also fragst du sie ein bisschen weiter und irgendwie sagen sie dann, sie meinten das wirklich, sie machen eigentlich nichts den ganzen Tag. Sie sitzen halt rum und sie ändern ihr Facebook-Profil, sie spielen Videospiele. Manchmal telefonieren sie ein bisschen oder manchmal auch nur, manchmal telefonieren sie manchmal die Woche. Also wenn was falsch geht oder so, dann... Aber manchmal macht es auch gar nichts. Und dann frage ich sie, was wissen deine Vorgesetzten das? Und die sagen, ja, ich glaube schon, ich glaube, die wissen das. Und ich habe mich angefangen zu fragen, wie viele Leute sind da, die noch so sind? Ist das irgendwie nur ein seltsamer Zufall, dass ich immer wieder solchen Leuten begegne? Oder wie groß ist der Anteil der Leute, die wirklich nichts tun den ganzen Tag? Und ich habe einen Kumpel bei einem radikalen Magazin gefragt, sag mal, gibt es irgendwas, was du noch nie veröffentlichen konntest? Ich habe mal einen Artikel da veröffentlicht, der hieß über das Phänomen der Bullshit-Jobs. Und ich bin da diesem Phänomen begegnet, dass ungefähr jetzt wir alle nur noch irgendwie 15-Stunden-Wochen arbeiten würden, weil die meisten Jobs obsolet sind. Und wenn man sich anschaut, was in den 30ern für Jobs existiert sind, dann stimmte das. Dann frage ich mich nur, was ist dann passiert, dass jetzt halt wir noch nicht so viel arbeiten und das ist halt, weil wir einfach Bullshit-Jobs erfunden haben, die uns alle beschäftigt halten. Und ich habe diesen Artikel geschrieben, das war ein bisschen ein Witz, ja. In einer Woche ist dieser Artikel in 15 verschiedene Sprachen übersetzt worden. Er ist über die ganze Welt hinweg, hat er sich verbreitet. Meine Server sind eingebrochen, ich habe Millionen und Abermillionen von Visits bekommen. Und irgendwann hat jemand eine Umfrage gemacht, ich glaube, es war YouGov, und die haben herausgefunden, dass in England 37% der Leute zustimmen, dass wenn ihr Job nicht existieren würde, würde es nicht wirklich einen Unterschied machen oder die Welt wäre vielleicht sogar ein besserer Ort. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe mir überlegt, was macht das zur menschlichen Seele? Wie kann man sich das, stellt euch das mal vor, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und sich zu denken, du machst eigentlich nichts. Ich habe darüber nachgedacht, ja, okay, das erklärt, warum Leute deprimiert und traurig sind, wenn sie das so tun müssten, als würden sie den ganzen Tag arbeiten. Das hat mich tatsächlich berührt. Das ist seltsam, weil ich komme aus einem Arbeiterklassenhintergrund. Du denkst eigentlich, ja okay, das ist doch gut, dann werden Leute dafür bezahlt, nichts zu tun. Oh, das ist wirklich schlimm. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, das ist tatsächlich eine grauenhafte Situation, weil als jemand, der mal einen wirklichen Job hatte, der weiß, wie also der schlimmste Teil an jedem echten Job ist es, wenn du fertig bist mit dem Job, aber du musst noch immer arbeiten, weil dein Chef sonst wütend wird. Also musst du so tun, als würdest du arbeiten.
weil das ist jemand anderem seine Zeit. Das ist eine seltsame Idee, die wir da in unserer Gesellschaft haben, weil jemand kann deine Zeit besitzen. Also weil du gerade in der Schicht bist, musst du so tun, als würdest du was machen. Du musst beschäftigt wirken. Aber ungefähr ein Drittel der Leute bei uns in der Gesellschaft, das ist alles, was sie machen. Die gesamte Zeit arbeiten sie und tun nur so in ihrem Beruf. Das muss grauenhaft sein. Und es macht auch politisch Sinn. Warum verachten die Leute Lehrer und Kehrarbeiter? Nach 2008 nahm die Ökonomie einen schweren Treffer. Und dann gab es Leute, die in der Herstellung arbeiten, die verdienen $25 pro Stunde. Und die Leute sagen, ja natürlich, die machen was Vernünftiges, die bauen Autos. Und das würde nur Sinn machen, wenn es einen großen Teil der Gesellschaft gibt, die nichts machen, die komplett. Und ja, denen wird gesagt, ja, du unterrichtest Kinder und du machst Sachen, du baust Autos und das ist doch nicht fair. So das Gefühl, den ganzen Tag nichts zu tun, es fehlt einem die Wertschätzung und das sorgt dafür sorgt, dass du halt dein Gehalt bekommst. Und ich treffe immer wieder Leute, die sagen das die ganze Zeit, die finden das logisch, ja, Lehrer, die unterrichten Kinder. Und ja, wir wollen nicht Leute, die einfach nur Geld verdienen wollen, dass die halt auf unsere Kinder aufpassen. Wir hassen Banker, weil das sind Leute, die interessieren sich nur für Geld und die passen auf unser Geld auf. Aber ja, das ist die Idee. Also wenn du etwas tust, was tatsächlich einen Sinn erfüllt, dann sollte das eigentlich genug sein. Du solltest dafür nicht viel Geld bekommen. Ja, das führt dazu, dass es eine umgekehrte Relation gibt dazwischen, wie viel deine Arbeit der Gesellschaft bringt, wie deine Arbeit der Gesellschaft bringt und dazwischen, wie deine Arbeit bezahlt wird. Also tatsächlich, je sinnvoller deine Arbeit ist, desto schlechter wirst du bezahlt. Und das ist ein großes Problem mittlerweile. Aber es gibt tatsächlich Gründe zu glauben, dass das Problem schlimmer wird. Wenn wir uns die ökonomischen Statistiken anschauen, dann ist es so, wenn man sich tatsächlich Arbeit anguckt, die einen Sinn erfüllt, das große Wachstum gibt es in zwei Gebieten der Arbeit, und das ist Arbeit, die pflegt und die irgendwie betreut und also Bildung und Gesundheit sind die Bereiche, die sich in den Statistiken zeigen. Und ja, wenn du auf diese Statistik schaust, dann ist es so, es gibt halt die Produktivität in bestimmten anderen Gebieten. Zum Beispiel in Bildung oder Gesundheit. Also halt irgendwie sich um andere Leute kümmern. Wenn es irgendwie halt auf diesem Graphen anzeigt, dann geht Produktivität runter in diesen Bereichen. Warum ist das so? Das ist eigentlich sehr interessant. Also wir werden da gleich drüber reden, was überhaupt Produktivität bedeutet. Aber hier ist ein Vorschlag, wieso? Das ist der Anstieg von medizinischen Verwaltern im Verhältnis zu Medizinern seit 1970. Das ist sehr beeindruckender Graph, wenn man sich das anschaut. Im Prinzip, was das bedeutet, also was dieser große Berg da ist, das ist der Bullshit-Sektor.
Es gibt wirklich keinen Grund, wieso du so viele Leute brauchst, um Ärzte zu verwalten. Und der tatsächliche Effekt, diese ganzen Leute zu haben, ist, dass die Doktoren und die Ärzte und Krankenschwestern weniger produktiv werden. Ich weiß das auch aus der Bildung. Ich bin ein Professor. Ne? Die Menge an administrativer Arbeit, die du zu machen hast, steigt mit der Anzahl an Administratoren, die du hast. Über die Jahre ist was Ähnliches. Nicht ganz so schlimm wie das hier. Ist in Amerika passiert. In Universitäten. Dass die Menge an Professoren verdoppelt wurde, aber die Menge von Administratoren ist um 200-300% gestiegen. 230%, sorry. Also auf einmal hat man doppelt so viele Administratoren für Professoren, wie du oft jetzt hast. Aber das würde ja theoretisch bedeuten, dass Professoren weniger administrative Arbeit machen müssen, aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Immer mehr Zeit, die du verwendest, ist für administrative Tätigkeiten veranschlagt. Aber wieso ist das so? Wenn du angestellt wirst als Vice President irgendwas, eine wichtige administrative Aufgabe an einer amerikanischen Universität, möchtest du dich wie eine Leitungsführungsperson fühlen. Und deswegen brauchst du ein paar Leute, die sozusagen dir assistieren, ne? Also deine kleine persönliche Armee, damit du dich wichtig fühlst. Das Problem ist nur, die geben diesen Leuten 5 oder 6 Assistenten. Aber dann find mal heraus, was die Leute eigentlich machen sollen, diese 5, 6 Assistenten. Was am Ende sich so rausstellt, dass die Arbeit für mich machen, für den Professor. Also auf einmal muss ich irgendwie Zeit zu Anweisungsstudien machen. Also Zeitzuweisungsstudien. Oder Bildungsergebnisbewertungen, um den Unterschied zwischen den Bachelor- und Masterstudenten zu machen. Also wirklich sinnlose Dinge, die vor 30 Jahren keiner machen musste. Das macht wirklich keinen Unterschied. Einfach nur, um diesen gigantischen Berg an Administratoren zu rechtfertigen, um denen Arbeit zu geben. Das interessante Ergebnis davon ist, da kommt dieses Zeug hier rein. Also die Zahlen sind da, aber es ist wirklich schwer zu interpretieren. Also musste ich einen Ökonomen als einen Freund von mir holen und musste ihn dazu bitten, mir zu bestätigen, was ich glaube, was passiert. So wie Leute glauben, dass Digitalisierung vieles effizienter machen soll, Produktivität steigt, die Menge an Arbeitern geht runter. Aber eigentlich gehen die Löhne in der Industrie hoch. Okay, das wissen wir eigentlich aber alles schon. Auf der anderen Seite, im Bereich des Kümmerns, ist es in der Gegenteil. Da ist es eine Ausrede, um sozusagen, man verringert dort die Produktivität, um zu rechtfertigen, dass es so viel Administration gibt. Also um es mal zu übersetzen, also um ein Ergebnis für den Computer zu übersetzen, das braucht eine gewisse menschliche Arbeit. Deswegen muss ich diese ganzen Studien machen. Aber eigentlich ist es nur dafür da, um diese ganze Armee an Administratoren zu rechtfertigen. Okay, als Ergebnis dessen brauchst du mehr Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, um dieselben Ergebnisse zu liefern, weil sie werden immer weniger produktiv pro Zeiteinheit. Also immer mehr Zeit muss dafür ausgegeben werden. Ja, so sieht die durchschnittliche Firma heutzutage aus. Immer mehr deiner Zeit wird verwendet, um die Administratoren glücklich zu machen und um denen einen Grund für ihr Dasein zu rechtfertigen. Hier sieht man ein Ergebnis, wie sie 2015 und 2016 verglichen haben. Also hier waren nur 46% der Zeit wurde
dafür verwendet, den Job wirklich zu machen, für den sie angestellt sind. Und 2016 ist es auf 39% gesunken. Das muss eine statistische Anomalie sein. Also wenn das wirklich so wäre, das muss statistisch, das, dann würden wir ja in einer Dekade überhaupt keine Arbeit mehr machen. Aber das gibt einem eine Idee, was gerade passiert. Also wenn die Produktivität aktuell sinkt, nur damit sie die Administratoren zufriedenstellen können, erstellt die Erzeugung von Bullshit-Jobs als Ergebnis Bullshit-Arbeit. Und dann muss man die auch noch bezahlen, die Administratoren dafür. Und dann muss man auch noch mehr Leute einstellen. Was bekommst du als Ergebnis? Also wenn man sich um die Welt anschaut, wo passiert denn eigentlich die ganze produktive Arbeit? In Amerika streiken die Professoren, in England streiken die Professoren, in Frankreich streiken die Leute im Kümmersektor, über die ganze Welt hinweg streiken Krankenschwestern. Das Problem ist, und das ist das Problem der Linken, dass die Administratoren, die eigentlich der Klassenfeind der Krankenschwestern sind, die Krankenschwestern in Neuseeland haben was in einem Manifesto geschrieben, wo sie sagen, also das Problem ist, dass wir diese ganzen Administratoren haben. Nicht nur nehmen die das ganze Geld, also hatten wir schon seit 20 Jahren keine Gehaltserhöhung, wir haben so viel Papierkram von denen auch noch zusätzlich, dass wir keine Zeit mehr für die Patienten haben. Deswegen sage ich, das ist der Feind der Kümmerklasse. Und oft sind diese Leute in derselben Gewerkschaft. Tom Frank hat ein Buch geschrieben, das hieß Listen Liberal, wo er dokumentiert hat, dass viele von uns ein Gefühl, ein Verständnis hatten, dass das, was die linken Parteien waren, zum Beispiel die Clinton-Demokraten oder die Blair-Linke in England oder Macron, Trudeau, dass all diese Leute, das sind die Köpfe von Parteien, die früher Parteien waren, die in den Gewerkschaften verankert waren. Aber die sind mittlerweile die Parteien der professionellen Managerklasse. Also sind sie die Repräsentanten der Administratoren. Das ist im Prinzip deren Wählerschaft. Ich habe übrigens mal ein Zitat von Obama gefunden, wo er das im Prinzip bestätigt hat, wo er gesagt hat, Leute haben mich gefragt, wieso wir keinen Single-Payer-Social-Plan in Amerika haben. Und er hat gesagt, ja, also wir hätten das vielleicht. Aber das Problem ist, wir haben aktuell 2-3 Millionen Leute, die für Kaiser und Bluecorn oder für irgendwelche anderen Versicherungsanstalten arbeiten. Was machen wir mit den ganzen Leuten, wenn wir ein effizientes System haben? Also hat er im Prinzip zugegeben, dass es mit Absicht ist, um den Markt der Gesundheit in Amerika zu halten, weil es weniger effizient ist. Um es denen zu erlauben, ein paar Menschen, die immer nur Papier rumschieben, zu behalten. Und das ist im Prinzip die Basis der demokratischen Partei. Also denen ist gar nicht so wichtig, ob die Leute irgendwelche Gesundheitspläne beenden. Die Leute sagen nur, ja, es ändert sich halt was. Und die Leute in diesen Offices machen eigentlich nichts. Aber die Parteien... Und den entsprechenden Parteien in England ist es auch relativ klar, die Konservativen haben die Linken da hereinmanövriert, sich mit der Managerklasse zu identifizieren. Es gibt eine Trennung zwischen den gewerkschaftsbasierten und im Bereich der Kümmerarbeit basierten und dem professionellen Management. Und beide werden theoretisch von der gleichen Partei repräsentiert. Der Brexit war eine perfekte Angelegenheit, um die Managerklasse tatsächlich zum Klassenfeind zu bewegen. Und die einzigen, die wirklich vom Brexit profitieren werden, werden die Anwälte sein.
Das allerdings nicht, wie es dargestellt wird. Dargestellt wird es im Wesentlichen durch Rassismus. Die wahren Feinde sind die Bürokraten, die nichts von eurem jeweiligen Leben wissen. Der Schlüsselmoment, mit dem die Tories Labour ausmanövert haben, war, als sie Labour in eine Allianz forciert haben mit den Leuten, die anschließend versucht haben, Brexit um jeden Preis zu blockieren. Und in dem Moment war es auch witzig, das im Fernsehen zu sehen, mit den ganzen Leuten in merkwürdigen Kostümen und das Monarchiespiel spielend. Es war großartiges Drama im Fernsehen. Und es sah so aus, als würde Boris Johnson permanent erniedrigt werden, all seine Pläne kollabierten. Aber tatsächlich, was passiert ist, es hat eine radikale Partei, die wütende Jugend des Vereinigten Königreichs repräsentierte. Diese Partei zwang es in eine Allianz mit der Managerklasse, die nach Regeln lebt. Das ist auch sehr klar in Amerika, im Kampf Trump gegen Hillary Clinton. Clinton wurde im Wesentlichen vorgeworfen, sie wäre korrupt gewesen, weil sie durch Reden und Ähnliches Hunderttausende Dollar von irgendwelchen Firmen angenommen hat für öffentliche Auftritte. Und Clintons Verteidiger haben stets nur gesagt, aber das war doch vollkommen legal, das ist ja erlaubt. Und wenn man in einem Land wie England oder den Vereinigten Staaten eine Klassendynamik verstehen will, dann ist das der Satz, der alles entlarvt. Die Angehörigen der Managerklasse sind wahrscheinlich die einzigen Leute, die daran glauben, dass sobald man Bestechung erlauben würde, wäre es okay. Demokratie ist nicht der Wille der Allgemeinheit. Demokratie ist ein Satz von Regeln und Regulatorien, denen das Volk folgt. Und solange es das tut, ist es auch alles gut. Und dieser Berg an Verwaltern ist der Teil der Gesellschaft, der das denkt. Und diese Leute bekommen die Wahlbasis von Leuten wie Clinton, Macron, Blair, Leuten wie Obama. Und Corbyn war nicht so, er rebellierte seit seinem ganzen Leben gegen seine Partei und sie manöverten ihn in eine Position, wo es durch den Willen der Allgemeinheit diesen Wunsch nach dem Brexit gab. Und er musste sich dann mit den Leuten verbünden, die versucht haben, es zu blockieren, auf der Basis von Regeln und Regulatorien, durch Appelle an arkane Gesetze, und musste sich so mit der Managerklasse assoziieren. Und die Briten glauben tatsächlich, dass Boris Johnson, der eigentlich Aristokrat ist, dass Johnson tatsächlich ein ganz normaler Mensch von der Straße wäre. Und wenn man sich Leute wie Trump anguckt und Leute wie Johnson, wie schaffen sie es, das durchzuziehen, so populär zu werden, obwohl sie aus so einer privilegierten Position kommen? Im Wesentlichen dadurch, dass sie exakt entgegengesetzt auftreten wie die bürokratischen Verwalter, die jeder als seinen Feind sieht.
Johnson ist ein kompletter Fake. Er tut. Es ist ihm vor allem wichtig, dass Inhalte rüberkommen. Die Form ist ihm nicht so wichtig und deswegen wirkt er immer sehr desorganisiert. Und das sorgt dafür, dass die andere Seite sich mehr mit den Regulatorien auseinandersetzt und das macht mich verrückt. Ich habe noch eine Viertelstunde. Okay. Es stört mich, dass also ich denke, wir müssen dieses Spiel verändern. Wir müssen vielleicht ist das Beste, wenn wir daran denken, wenn Leute sagen, mein Job ist Bullshit, wenn ja irgendwie 60-70% der Leute sagen, wenn ich nichts mache, dann wird es der Welt eigentlich besser gehen. Es gibt ein Prinzip, dass am Ende Arbeit etwas bringt, wenn es Leuten hilft, wenn es das Leben anderer besser macht. Pflegearbeit ist tatsächlich das Paradigma für alle Formen der Arbeit und das ist sehr interessant, weil zu einem großen Teil ist es so, dass wir mehr produzieren, als uns kümmern und gerade, dass diese Manöver passieren. Es ist so, dass viel Ökonomie tatsächlich sehr sich auf Kreation, auf das Machen von Dingen von. Die Idee, dass Gott ein Erschaffer ist und wir sind jetzt halt in seiner Position und deswegen tut uns Gott bestrafen und deswegen ist euer Leben so schlimm. Also Leben ist sozusagen produktiv und zur selben Zeit, aber auch irgendwie Leiden. Wir haben so eine Idee von Arbeit ist Produktivität. Und ich schaue mir diese Graphen an und schaue mir die Produktivität von verschiedenen Bereichen der Arbeit an. Wo zum Beispiel die Produktivität von Bauarbeit reinkommt. Oder Real Estate. Oder Farming, also Landwirtschaft. Aber Produktivität macht ja auf Land nicht wirklich Sinn. Das ist ja unser, was wir als wertvoll betrachten, ist Produktivität. Aber die meiste Arbeit ist eigentlich darüber, etwas am Leben zu halten, also sich um etwas kümmern. Also wenn du mit einem marxischen Theoretiker sprichst, dann wollen die immer Wert erklären. Und die nehmen immer das Beispiel von einer Teekanne. Und sie sagen immer, hier, schau dir diese Flasche an. Es braucht halt eine gewisse Arbeitszeit, um das Ding herzustellen. Also es braucht so viel, so lang Zeit und so viel Menge an Ressourcen. Also es wird viel produziert, so. Eine Teekasse, eine Flasche, weißt du? Du produzierst das Ding einmal. Du wäschst sie aber 10.000 Mal. Die meiste Arbeit ist also nicht dabei, das Ding zu produzieren, sondern es am Leben zu halten. Wir haben eine verzerrte Wahrnehmung, dass richtige Arbeit ist halt so irgendwie was herstellen in der Fabrik, ein Auto oder so. Also fast so wie Geburt, ne? Weil das Wort Labor kommt ja aus der Bibel. Und das ein Kind kriegen auf Englisch heißt ja auch Labor. Also sind Fabriken im Prinzip diese schwarzen Boxen, wo wir Kinder rausdrücken, mit dem Prozess, den wir nicht wirklich verstehen. Und das ist, was Arbeit in den Köpfen der Leute am meisten ist, aber eigentlich ist das gar nicht das, was die meiste Arbeit ist, sondern tatsächlich ist die meiste Arbeit, sich um andere Leute kümmern. Also ich glaube, was wir machen müssen, ist einfach neu starten. Also zuerst denkt über die Arbeiterklasse nicht als Produzierende nach, sondern als sich Leute, die sich um etwas kümmern. Also Leute, die sich um andere Leute kümmern. Und das haben sie schon immer getan. Also psychologische Studien zeigen das sehr gut.
dass je ärmer du bist, umso besser bist du darin, die Emotionen von Leuten wahrzunehmen und wie die sich fühlen. Und das liegt daran, dass tatsächlich das die Aufgabe von Leuten ist, sich um andere Leute zu kümmern. Und reiche Leute müssen sich halt nicht so sehr um andere Leute kümmern oder über andere Leute nachdenken. Also brauchen wir wahrscheinlich A, die Umwandlung oder die Umdefinition der Arbeiterklasse als die kümmernde Klasse. Und wir müssen von diesem Paradigma von Produktion und Konsum wegkommen. Also wirklich auch, um den Planeten zu retten, müssen wir von Produktionsglauben abwandern. Also wir müssen von der aktuellen Ökonomie weg und wir müssen neu anfangen. Also das ist mein Vorschlag zu dem Thema. Also wir sollten Ideen von Produktion und Konsum nehmen und wegschmeißen und sie ersetzen durch die Ideen von Kümmern und Freiheit. Denkt drüber nach. Danke. Dankeschön. Sogar wenn ihr eine Brücke macht, wenn ihr als Feministen sagt, wir bauen eine Brücke, damit Leute über den Fluss kommen. Oder wenn du ein Auto baust, dann kümmerst du dich darum, dass Leute durch die Gegend fahren können. Also es ist nicht eine spezielle Art von sich kümmern. Sondern das, was wir als Menschen machen, ist uns um andere Leute kümmern. Aber kümmern ist eigentlich etwas, was wir nicht oft bemerken. Ist immer konstant im Zusammenhang mit Freiheit. Denn normalerweise ist sich kümmern definiert als sich um die Bedürfnisse von anderen Leuten kümmern. Aber also sicher, das ist auch ein wichtiges Element in dem Ganzen. Aber es ist nicht nur das. Zum Beispiel, wenn du in einem Gefängnis bist, ja, dann kümmern sie sich um die Bedürfnisse der Gefangenen. Also halt grundsätzliche Nahrung, Medizin, Klamotten. Aber sich kümmern ist mehr als das, ja. Aber warum ist dann das Gefängnis eine sich kümmernde Institution? Man könnte sagen, ja, also wenn du über sich kümmern nachdenkst, als was ist das Paradigma dazu? Eine Mutter kümmert sich um ihr Kind. Also ein Elternteil kümmert sich um das Kind, damit das Kind wachsen kann und gedeihen kann. Das ist wahr. Aber auf einer anderen Ebene kümmert sich auch darum, dass das Spiel spielen kann. Das ist das, was Kinder eigentlich die ganze Zeit machen. Also spielen, was ist Spielen eigentlich? Das ist eigentlich das Paradigma von Freiheit. Weil das ist das, woraus Frieden grundsätzlich gemacht ist. Die beiden sind eigentlich dieselbe Sache. Also eine Produktions- und Konsumparadigma für eine Ökonomie ist eigentlich eine Garantie für die ultimative Zerstörung des Planeten. Eben wenn man über Degrowth, also das Gegenteil von Wachstum, nachdenkt, sind wir trotzdem verdammt. Wir müssen von diesem Paradigma wegkommen, komplett wegkommen. Aber sich kümmern und Freiheit sind Sachen, die du so weit verbessern und erhöhen kannst, wie du willst, ohne dass du irgendwas beschädigst. Also müssen wir überlegen, was sind Wege, wie wir uns um andere kümmern können, um anderen mehr Freiheit zu geben, und wer sind die Leute, die das bereitstellen, und wie können die ausgeglichen werden für diese größere Freiheit? Und um das zu machen, müssen wir einen Großteil von dem, was wir an Ökonomie aktuell haben, als Disziplin, als Theorie, wegschmeißen. Wir fangen gerade an, darüber nachzudenken. Ökonomie, so wie sie aktuell ist, ist auf ein paar Grundlagen von wie wir glauben, dass Menschen waren oder sind, aufgebaut, die wir mittlerweile verworfen haben. Es gab so Grundlagen, so zum Beispiel ein Individuum zu maximieren und dessen haben. Aber es gibt andere Modelle der Ökonomie, aber die haben so gut wie keinen Einfluss. Den Leuten ist eigentlich so gut wie egal, ob das, was sie lernen, wahr ist oder nicht. Aber eine der Sachen, die wir herausgefunden haben, die sehr interessant sind, ist, Menschen haben ein psychologisches Bedürfnis, dass man sich um sie kümmert. Aber sie haben noch ein größeres Bedürfnis, sich um andere zu kümmern. Oder sich um irgendwas kümmern. Sonst fallen sie einfach auseinander.
Wir kümmern uns nicht nur um uns gegenseitig, weil wir uns gegenseitig am Leben halten müssen, sondern weil das unsere eigene psychologische, unser eigenes Glück erfordert. Aber was würde zu Mikroökonomie passieren, wenn wir mit dieser Grundlage anfangen würden? Wir machen übrigens morgen darüber einen Workshop im das Museum des Kümmerns, wo man sich sowas mal vorstellen kann. Das ist in Nordostsyrien, wo eine Frauenrevolution stattfindet. Aber es ist in Plätzen wie zum Beispiel dort, wo sie die Ökonomie neu denken und die Verbindung zwischen Freiheit und Ästhetik und Wert. Denn das aktuelle System von Werten, das wir haben aktuell, ist so eine Art Falle, die ich beschrieben habe, wo der Wachstum in der Beschäftigung keine wirkliche Produktionsarbeit ist, und dass es auf lange Sicht wirklich einfach den Planeten zerstört. Und um das wirklich neu zu denken, eine neue Art der Ökonomie, die den Planeten nicht zerstört, müssen wir komplett von vorne anfangen. Und das ist das Ende von meinem Talk. Das war die Live-Übersetzung für den Talk From Managing Feudalism to the Revolt of the Caring Class from David Graeber. Wenn ihr Feedback habt, schreibt einfach unter dem Hashtag, Hashtag C3Lingo. Jetzt kommen noch Fragen. Unfortunately, in the beginning, I forgot to mention that you can ask questions over the internet through IRC, Mastodon or Twitter. And remember to use the channel Borg, and we'll make sure that they get answered. So, please, microphone number one. When you observe. Wenn Sie die Produktivität im Gesundheitsbereich sinken sehen, haben Sie dafür eine Erklärung? Nach dem neoliberalen Denken, warum Krankenhäuser mehr Administratoren wollen, wenn im Wettbewerb das Krankenhaus mit den weniger Administratoren gewinnen würde? Ja, eine der faszinierenden Sachen darüber ist, dass tatsächlich genau das, was in einem kompetitiven System nicht passieren würde, ist das, was passiert, auch im privaten Sektor und im öffentlichen beides. Das ist eine lange Geschichte. Es ist ein Grund dafür ist, das ist genau, warum ich Managerial Feudalism im Titel hatte. Es ist so, das System, das wir haben, ist grundsätzlich nicht Kapitalismus, so wie er eigentlich beschrieben ist. Wir haben zwar, also dieses Ding mit den Firmen im Wettbewerb ist tatsächlich eine Fantasie. Es ist nur in einem zu deinem Teilteil ist es gerade bei diesen Institutionen nicht wahr. Sie arbeiten nicht so. Im Grunde genommen ist es so, dass die wachsenden Profite nicht von der Produktion kommen, sondern von der Distribution. Und wenn du ein System hast, das Sachen verteilt, dann füttert das den Kapital. Also wenn du eine große Menge Geld nimmst und sie verteilst, dann scheint das so, dass also so scheint es, dass die Wirtschaft arbeitet. Alles von ja, Gesundheitswesen bis zu allem anderen. Ist es so, dass tatsächlich das Geld eher verteilt wird. Ich könnte in diese ganzen Mechanismen gehen, aber im Grunde genommen ist es so, dass die politische Ökonomie sich so sehr aufteilt, dass du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen den beiden. Und da gehst du zurück darüber, wie irgendwie Reichtum und politische Macht interagieren.
Tatsächlich ist es so, dass die Reste irgendwie innerhalb dieser großen bürokratischen Organisation verteilt werden. Und das ist im Grunde genommen, wie es funktioniert. Ich könnte da eine Stunde drüber reden, aber das ist es grundsätzlich. Du kannst es Kapitalismus nennen, wenn du willst, aber es ist eigentlich nicht das, was Kapitalismus eigentlich, wie er eigentlich imaginiert wird. How to best address this caregiver class in the context of the proletariat is no longer given to awake their class. Wie soll man diese sich kümmernde Klasse adressieren, wenn das Proletariat als solches nicht mehr in der Lage ist, das Klassenbewusstsein zu erwecken? Also wenn der Kontext des klassischen Proletariats nicht mehr in der Lage ist, ihr Klassenbewusstsein zu wecken. Ja, also wie macht man eine klassenbewusste... Also zunächst musst du darüber nachdenken, wer tatsächlich dein Klassenfeind ist. Das Problem, das wir haben, ist, dass Personen deswegen ein Problem mit der Linken haben, wie Albert. Ein Grund dafür ist, dass tatsächlich Proletarier die Linke so aber die ganzen nervenden Administratoren oben drüber. Zum Großteil bedeutet traditioneller Sozialismus, diesen Leuten mehr zu geben. Also ich meine, wir müssen wirklich mal uns anschauen, was wirklich in einem Krankenhaus oder in der Schule passiert. Und ich nehme Krankenhäuser und Schulen als Beispiele, weil die sind sehr wichtig. Denn Leute haben da gezeigt, dass in den meisten Städten in Amerika Krankenhäuser und Schulen die größten Arbeitgeber sind. Im Prinzip wird Arbeit neu organisiert um andere Leute Körper und Gehirne herum. Aber unsere Institutionen sind nicht, also du kannst nicht wirklich marxistische Analyse benutzen, du musst da neu drüber nachdenken, was es bedeuten würde. Was ist die Produktion von Leuten? Also wie ist dann da die Klasse involviert? Also ist die Klasse da wichtig? Wahrscheinlich nicht. Also müssen wir das neu konstruieren, wie wir die Sprache benutzen, um das zu beschreiben. Denn wir benutzen im Prinzip 19. Jahrhundert Beschreibung, um 21. Jahrhundert Probleme zu beschreiben. Also der rechte Flügel benutzt im Prinzip neoklassische Ökonomie, also neoviktorisch. Also die versuchen Probleme zu lösen, die es gar nicht mehr gibt. Aber die Linke besitzt 19. Jahrhundert linke Theorie, also marxistische Theorie, die aber auch outdated ist. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Mikrofon Nummer 2, bitte. Okay, also im Grunde genommen geht es darum, wie elektronische technologische Hilfe, die tatsächlich Management automatisieren soll, wie das diese administrative Tasse, über die Sie reden, tatsächlich entfernt. Also tatsächlich sind diese automatisierten Sachen zum Teil sehr elaborierte Sachen. Also Leute reden über die ganze Zeit und es gibt, also da kommt Macht ins Spiel. Also warum ist es so, dass Automatisierung bedeutet, dass wenn ich für UPS arbeite, der Delivery, also der Typ, der die Sachen liefert, total runter effizient automatisiert wird und immer schlechtere Bedingungen hat und sein Leben wird ein Leben der Hölle. Aber seine ganzen Profite werden dafür benutzt, um Leute anzustellen, die irgendeinen Blödsinn im Büro machen und eigentlich nichts. Ich habe einen der Leute mal befragt,
Also ich hab angefangen, Testimonials von Leuten zu sammeln, die Bullshit-Jobs haben. Oder die von sich sagten, dass sie Bullshit-Jobs haben. Und einer von denen war sehr beeindruckend, weil er hat gesagt, 80% der Leute, die in Banken arbeiten, sind unnötig, weil er ist Banker gewesen. Und die könnten einfach automatisiert werden. Und was er gesagt hat, ist, also es war sein Job, das herauszufinden. Und dann hat er aber grundsätzlich herausgefunden, dass sein Job ebenso ein Bullshit-Job ist. Weil immer, wenn er einen Plan vorgeschlagen hat, um diese Leute loszuwerden, dann wurde er im Prinzip ruhig gestellt. Und er ist nie durchgekommen. Und der Grund, wieso, ist, dass wenn du ein Executive Officer in einer großen Firma bist, dann ist deine Kraft ja davon abhängig, wie viele Leute unter dir arbeiten, also deine Macht. Also wollen die Leute das nicht. Weil wenn sie besser darin sind, Leute wegzuschmeißen, dann werden sie weniger bedeutsam in der gesamten Firma. Also Leute blockieren das deswegen. Das ist eine Machtfrage. Du kannst dann mit wunderbaren technologischen Lösungen kommen, um Leute loszuwerden, aber wer wirklich ausgeräumt wird, hat mit Macht zu tun. Also wenn man halt entlässt, weil man ihn nicht mehr braucht. Okay, vielen Dank. Letzte Frage von Nummer 2. Können wir vielleicht eine Frage von einer nicht-männlichen Person haben? Wir nehmen die ganze Gruppe dran. Mikrofon Nummer 5. Danke. Ich habe gehört, dass ich mochte Ihre Beschreibung von diesem Paradigma, wie vor allem Produktion und Konsum wichtig sind. Und ich finde das mit dem Paradigmenwechsel hin zu mehr Pflegearbeit und so sehr schön. Aber das klingt für mich ein bisschen vage und deswegen denke ich selbst, dass um tatsächlich mit dem hegemonialen ökonomischen Paradigmen heute zu brechen, ein Grundeinkommen wäre. Ja, ich unterstütze das total. Ich bin der Meinung, eine der großen Widerstrebungen, die Leute dagegen haben, also gegen universelles Einkommen haben, ist, dass Leute Leuten nicht wirklich vertrauen, dass sie mit nützlichen Ideen was machen. Also dann ist es kaum, dass die Leute faul werden, wenn sie einfach Geld bekommen. Oder irgendwas, was halt einfach nur dumm wäre, machen würden. Also hätten wir Millionen von Leuten, die irgendwie irgendwie Blödsinn machen würden oder nur Poesie schreiben würden. Aber ich glaube, es maskiert eigentlich nur einen Elitismus, den viele Leute haben. Also das, was Leute in hohen Positionen glauben, weil sie der Meinung sind, dass die Leute kontrollieren müssen. Also wenn du darüber nachdenkst, dass große Anteile, ungefähr ein Drittel der Leute, wirklich glauben, dass sie nichts Sinnvolles mehr tun. Ich glaube, das demonstriert ganz gut, warum das nicht wahr ist. Denn erstens ist die Idee nicht wahr, dass es nicht funktionieren würde. Es gibt da nämlich mittlerweile viele Leute, die werden bezahlt, damit sie nichts tun. Und die sind wirklich sehr unglücklich. Die würden lieber arbeiten. Und zweitens, wenn 30-40% der Leute schon der Meinung sind, dass ihre Jobs wirklich unnütz sind, ich meine, wie schlimm könnte es dann sein? Also, auch wenn jeder jetzt ein schlechter Poet werden würde, dann wäre er zumindest viel glücklicher. Und zweitens, vielleicht wäre einer von denen auch ein wirklich guter Poet. Vielleicht, auch wenn nur 0,001% am Ende wirklich sich dazu entscheiden, Poeten oder Musiker zu werden oder verrückte Geräte zu erfinden, am Ende wirklich eine eindrückende Persönlichkeit wie Shakespeare werden. Oder die wirklich am Ende vielleicht ein Energiedevice erfinden, das dann endlich viel Energie produzieren kann. Ich meine, hey. Okay, vielen Dank. Wir haben leider keine Zeit mehr jetzt für die Fragen. Damit verabschieden wir uns auch hier vom Übersetzungsteam aus der Kabine. Für euch haben übersetzt Afro Sun und Miss Sensei.